und herzlich willkommen zu einer Runde King of the Kill. Ein Moment, Einstellungen, Audio. Musik ist mir etwas zu laut. Dann nächstes, ja. Gut, wir werden jetzt mal eine Runde King of the Kill spielen. Theoretisch können wir hier zu fünft agieren, aber wir machen jetzt mal so Einzelrunden. Weil ich auch keine Ahnung habe, Top 10 Matches, ob hier überhaupt einer meiner Leute, meine Freunde, überhaupt hier ein Spiel namens King of the Kill hat. Mein allerersten Spiel, wo ich es mal probiert habe, bin ich gleich in die Top 10 gekommen. Da hatte ich aber ziemlich viel Luck und da war auch gleich zwei Kills noch. War aber auch ziemlich viel Glück, beziehungsweise die waren auch etwas dämlich. Von daher. Aber gut, das gehört auch dazu. Glück. So, ich habe jetzt. Sitze auf dein Match. Inventar, was haben wir denn mitgeführt? Ausgerüstet. Geht schon los? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Nochmal einen Schluck trinken, ne? Jetzt immer noch ein bisschen im Hals. Und los geht's. King of the Kill H1, Z1. Wo werden wir landen? Suche mir hier dieses kleine Gebiet hier aus. Ich sehe jetzt aber auch nicht so die anderen Spieler. Ich weiß nicht, ob da unten halt jetzt einer ist. Zumindest habe ich keinen Landen gesehen. F. Ist Tür öffnen. Besser wie nichts. Kann sich hier auch ein bisschen ausrüsten, was das Anziehen betrifft hier. Ich hab schon die Pistole in der Hand, ne? Wow, fuck! Mist! So schnell kann es gehen. Mist. Neuer Punktestand, Top 11, 117. Schade. Wollen wir da die nächste Runde? Ich dachte, ich hätte vorhin auch was gehört, aber ich war mir nicht so hundertprozentig sicher. Habe jetzt auch schon ein paar Wochen jetzt nicht mehr gespielt. So oft habe ich das noch nicht gespielt. Es war doch zu der Zeit, als keine Ahnung, ob ich das so jetzt dabei oder nicht.
Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich blicke da noch nicht so ganz durch. Was es mit Ausrüsten hier zu tun hat. Da muss ich auch erst nochmal hinterkommen. Wenn ihr ein paar Tipps habt für mich, bitte. Ich bin über jeden Tipp froh. Wie gesagt, ich bin hier noch komplett neu. Wo lande ich am besten? Ich habe jetzt überhaupt keinen Plan davon. Ich gehe jetzt mal da runter. Da, ich weiß nicht, ob da ein Schreiner ist. Das ist eine Kirche. Ein Friedhof. Betäubungsgranate. Ja, besser wie nichts. Na, Rucksack. Hey, cool. Ah, cool, eine Waffe. Auch wenn es eine Pumpgun ist. Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun. M ist, glaube ich, die Map. Okay, Sicherheitszone wird gleich freigegeben. Ich bin jetzt noch so feige und warte hier drin. Okay. Ich muss in den Süden. Da runter muss ich, okay. Das ist ziemlich weit. Ohne Autos sind natürlich schwierig. Man kann ja auch Autos klauen. Gibt es ein paar verschiedene Autos, glaube Polizeiautos, Jeeps gibt es auch. Ich laufe halt voll übers freie Feld. Na, das ist das Salz. Oben rechts sieht man dann, wo man etwa ist. Also S ist halt Richtung Süden, Süd-Südost, Süd-Südwest. F5, das ist quasi das Schachbrettfeld. So nenne ich das jetzt mal. Wir sind jetzt ziemlich weit runter. 3 Minuten haben wir Zeit. In 3 Minuten kommt die Giftwolke. Und dann wird das Spielfeld rapide kleiner. Das war richtig klein. Ah, rechts wird geschossen. Ich weiß ja noch nicht, auf uns oder nicht. Wir sind gerade 2 Spieler gestorben. Umso länger man überlebt, umso mehr Punkte bekommt man. Ich habe zwar keine Ahnung, was man mit den Punkten machen kann. Ob man sich da was kaufen kann. Irgendwann. Oder ob man Sachen schon von Anfang an freischaltet. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt 0 Erfahrung, aber ihr könnt mich gerne dabei aufklären. Ich kenne das auch jetzt eigentlich nur das Spiel durch Pizmeet ein bisschen. Beziehungsweise richtig geschaut, ob ich es eigentlich bei Sarazar, als sie da 5-6 Folgen gemacht haben. Und hat richtig Laune gemacht. Das Spiel kann schon nach ein paar Sekunden vorbei sein, wie bei mir vorhin. In der ersten Runde. Oder halt auch recht lange dauern. Okay, wir sind bald da. Da vorne ist ein Häuser irgendwo. Oder ein Haus, ich weiß es nicht. Die, die halt hier Autos haben, die sind halt absolut die Chefs hier im Feld. Also unten Richtung See oder Fluss. Da muss man hin.
Wir haben nur eine Pumpgun, das heißt, wir sind eigentlich auf der Reichweite total schlecht ausgerüstet. Unten ist eine Tankstelle. Also hier könnten durchaus Autos vorbeifahren, hier ist eine Straße im Weg. Wir haben jetzt aber auch nicht mehr so viel Zeit. Aber das sollten wir nicht schaffen, weil die Giftgaswolke ist ja nicht in 40 Sekunden jetzt schon hier, wo wir sind, sondern die kommt jetzt von ganz außen nach innen rein. Okay, wir sind nicht weit weg und an der Tankstelle, das ist dann quasi schon die Safe Zone. Also wir sind eigentlich schon sehr nahe dran. Kommen wir davon, wo wir genau stehen. Müssen wir kurz warten, mal ein bisschen. Ich ertöne dann gleich die Musik oder den Ton. Jetzt die Sirene und dann kommt so bum, bum, bum. Kommt die Gaswolke. Genau jetzt. Und jetzt sieht man gleich von außen, wie dann was Grünes kommt auf der Karte. Wir sind nicht in einer Sicherheitszone, ich weiß. Ich weiß. Bleib cool, Alter. Immerhin schon mal in den Top 50. Unten fährt ein Auto. Das ist das, was ich meinte. Also die mit den Autos sind halt die Kings. Weil die sind halt schnell von A nach B gefahren, können sich ausrüsten schnell. Ne, die Gaswolke wird gar nicht angezeigt auf der Map. Können wir uns irgendwie hinlegen? Anscheinend nicht. Schade. Das Gas verbreitet sich. Schön, aber ich sehe es nicht. Oder haben wir das jetzt echt von der Map entfernt? Das wäre ja mies. Man weiß halt nicht, wo die anderen Spieler sind. Da weiß ich keine Ahnung. Also eigentlich war hier immer das angezeigt. Ich weiß es nicht, dass ich so bin, das weiß ich aber. Da, jetzt kommen die grüne Wolke oben links. Eine in die Hand nehmen und laufen. Gehen wir hier runter. Unten ist die Tanke, das heißt, ich müsste jetzt eigentlich gleich in der Zone sein. Zumindest. Na gut, laufen wir weiter Richtung Süden. Irgendwann wird schon sich was tun. Eigentlich müsste schon links drin sein, das gibt's doch gar nicht. Nach der Kategorie und mich nach der Tankstelle richte. Welches Feld muss ich denn überhaupt? G7.
Sind die Autos fahrbar? Scheint nicht. Boah, Schüsse. Und die sind für uns gegolten. Bin mir nicht sehr sicher. Und es war eine Schrotflinte, glaube ich. G7. Okay. Gleich bin ich in der Sicherheitszone. Ist hier nochmal eine Tankstelle irgendwo? Wir haben Schüsse gehört. Wir wissen's. Frage ist jetzt, wo ist der Typ? Okay. Das Pumpgun. Wo müssen wir hin? Süden. Da hoch. Zum G8-Gipfel. Ja, jetzt wird schon etwas bremslicher. Vielleicht schaffe ich es ja in die Top 20. Das wäre cool. Oh, Mann. Oh, die Flugzeuge gibt es auch noch. Die werfen Bomben ab. Jetzt muss man aufpassen, dass man in den Wäldern können immer Spieler auch lauern, die sich da verstecken, genauso wie ich. Scheiße, die Wolke kommt und wir sind immer noch nicht in G8. Wir sind quasi Richtung Fluss. Fuck. Okay, G8 haben wir jetzt erreicht. Müssen wir noch ein kleines Stück laufen. Müssen gleich dort sein am Ziel. Wie geht man das hier? Ich glaube V oder was war das, ne? Muss ich hin? Ach so scheiße. Muss ich runter zum Fluss? Und da unten sind Schüsse gefallen. Also Top 20 sind wir schon mal. Ziel erreicht. G8
Hier auf dem Berg ist natürlich voll unauffällig. Noch 30 Sekunden. Jetzt brauche ich ein Auto. Vom Auto fallen Schüsse da unten. Fuck. Ah, Fettzünder. Schade. Schade. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen jetzt ein kleines Folgenpäuschen. Ich weiß gar nicht, wie viele Minuten das wir sind. Ich habe gar nicht jetzt gestartet, die Zeit. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. Ein paar Folgen werde ich jetzt mal aufnehmen. Mal schauen, wie eure Resonanzen daraus sind. Bis dahin sage ich ciao. Bis zum nächsten Mal.